Haben Sie Schwierigkeiten, einen schnellen Überblick über Ihre Stammdaten und deren Verbindungen zu bekommen? In der Prozessmanagement-Software NA sehen Sie in Vernetzungsdiagrammen Ihre Daten und deren Verknüpfungen visuell aufbereitet. Damit behalten Sie wichtige Beziehungen und Abhängigkeiten immer im Blick. Vernetzungsdiagramme sind interaktive Beziehungsdiagramme. Objekte einer bestimmten Kategorie, die mit dem Hauptobjekt in Beziehung stehen, werden als Shapes angezeigt. Und in jedem Shape werden bestimmte Informationen zum Objekt mit ausgegeben. Die Verbindung zwischen dem Hauptobjekt und einem anderen Objekt wird mit einer durchgezogenen Linie gekennzeichnet. Wenn das andere Objekt wiederum mit einem dritten Objekt verbunden ist, wird die Beziehung durch eine gestrichelte Linie deutlich. Wenn Sie mit der Maus über die Shapes hovern, werden die Verbindungen optisch hervorgehoben. Und per Doppelklick auf ein Shape gelangen Sie direkt zum verknüpften Objekt. Im Prozessportal von NA sind für bestimmte Kategorien Standardvernetzungsdiagramme vorkonfiguriert. Unternehmen haben jedoch oft unterschiedliche Anforderungen an die Darstellung ihrer Daten. Aus diesem Grund können Sie selbst bestimmen, welche Kategorien und Attribute berücksichtigt werden sollen. Wenn Sie ein Vernetzungsdiagramm an Ihre Bedürfnisse anpassen wollen, können Sie über das Menü im Objekt das Vernetzungsdiagrammprofil öffnen. Diese Option ist allerdings nur im Menü verfügbar, wenn Sie bereits ein eigenes Vernetzungsdiagrammprofil für die Kategorie erstellt haben. Wenn noch keins für die Kategorie erstellt wurde, klicken Sie auf Schema der Kategorie Öffnen. Unter der Kategorie im Schema können Sie dann ein neues Vernetzungsdiagrammprofil anlegen. Über die Eigenschaften des Profils können Sie dann das Vernetzungsdiagramm bearbeiten. Im Konfigurationsfenster fügen Sie in der linken Spalte die Kategorie hinzu, für die Sie das Vernetzungsdiagrammprofil anpassen. Im oberen Bereich können Sie dann einstellen, welche zusätzlichen Informationen im Shape der Hauptkategorie angezeigt werden sollen. In der Mitte können Sie Attribute der Hauptkategorie hinzufügen und deren Reihenfolge bestimmen. Die Objekte, die in diesen Attributen dann verknüpft sind, werden im Vernetzungsdiagramm angezeigt. Wenn Sie ein Attribut der Ebene 1 selektieren, können Sie in der rechten Spalte ein Attribut der Ebene 2 hinzufügen, also ein Attribut des selektierten Attributs. Sobald Sie fertig sind und gespeichert haben, werden die Änderungen schon im Portal angezeigt. Damit Sie im Diagramm selbst noch besser unterscheiden können, um welche Kategorien es sich bei den Objekten handelt, können Sie selbst die Farben bestimmen. Öffnen Sie hierzu den Theme Editor und klicken Sie auf den Bereich Diagramm. Dort können Sie für jede Kategorie die Diagrammfarbe einstellen. Durch die optische Darstellung der Daten und Beziehungen können Sie leichter auf die relevanten Informationen zugreifen und sich schneller zurechtfinden. Das steigert nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern auch die Akzeptanz bei allen Mitarbeitenden. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Live-Demo. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.